Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Ich befinde mich gerade im wundervollen Jotunheim Nationalpark in Norwegen und ich gehe heute auf einen dreitägigen Trip. Wir gehen auf mehrere Gipfel, mehrere 2000er Gipfel und ich nehme euch mal mit und zeige euch mal, wie schön die Natur sein kann, wenn das Wetter so toll ist wie jetzt gerade in Norwegen. Hier im wunderschönen Crossbow beginnt unsere Wanderung. Man kann schon erahnen, wie schön die Gletscher und Gipfel hier aussehen. Und ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Man startet hier schon auf einigen 1000 Höhenmetern bzw. auf 1100 Höhenmetern. Und hier ist ein kleines Hotel, eine Hütte und auch ein Parkplatz, wo wir dann unser Auto übernachten lassen können. An diesem kleinen Fluss geht unser Weg vorbei und um die Tour gut zu starten, gibt es noch einen kleinen Cupcake vorher. Letztes Jahr waren wir tatsächlich auf diesem Berg hier oben. Ich blende mal ein paar Fotos ein. Damals war der noch nicht mit Schnee bedeckt. Da waren wir ungefähr 3 Monate früher da und heute kann man kaum noch die Spitze erkennen. Komplett mit Schnee bedeckt und auch die anderen Berge. Also mal sehen, wie unsere Tour morgen laufen wird. Wir sind an unserem ersten Ziel angekommen und zwar an einem wunderschönen Gletschersee. Da waren wir letztes Jahr auch schon, da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal und ja, das Wetter ist noch besser als letztes Jahr und es sieht extrem schön hier einfach aus. Und mal sehen, es ist gerade sehr sonnig, also wahrscheinlich werde ich auch mal baden gehen im Gletschersee. Nachdem ich jetzt einmal im Gletschersee baden war, bin ich jetzt ein bisschen hier um den See herumgelaufen und bin jetzt auf diese gigantische Eishöhle gestoßen. Es ist extrem schön, so eine Gletscherhöhle mal vom Nahen zu sehen. Wir haben gestern schon sowas gesehen, aber die ist auch nochmal sehr, sehr interessant und definitiv auch eine Nummer größer als die von gestern, aber natürlich nicht ganz so begehbar wie die gestrige. So, wir können einmal unter den Gletscher eintauchen. Das ist echt interessant, so eine Gletscherkonstruktion einmal von unten zu sehen. Und der führt auf der anderen Seite wieder raus. Bitte nicht nachmachen, das machen hier Experten. Und hier bin ich wieder auf der anderen Seite des Gletschers. Und da ist der Berg, den wir letztes Jahr bestiegen haben. Ja, und da hinten irgendwo war ich baden. Echt beeindruckend. So, leider haben wir das Besteck vergessen, also muss ich kurz improvisieren und ich habe dafür ein paar Weiden gefunden, die waren auch schon abgeschnitten und da habe ich jetzt mal gerade eben so eine Art Löffel gebastelt und ja, da passt auf jeden Fall eine Nudel ganz gut drauf, so, und dann kann man hier auch trotzdem essen. So, nachdem wir zu Mittag gegessen haben und ich uns einen Löffel geschnitzt habe, geht es jetzt weiter und wir suchen uns einen Schlafplatz. Wir haben hier schon mal geschlafen, irgendwo da oben, das heißt, das ist jetzt unser nächstes Ziel und ich melde mich dann, wenn das Zelt aufgebaut wird. So, ich habe auf dieser Reise auch den Gray Wasserfilter dabei und bin jetzt gerade noch mal extra hoch den Berg geklettert. Da unten am Wasser irgendwo schlafen wir, aber ich bin jetzt extra noch mal hier hochgeklettert, um frisches Fließwasser zu nehmen und das zu filtern. Könnte man wahrscheinlich auch ungefiltert trinken, aber sicher ist sicher. Also habe ich jetzt noch mal eine leere 1,5 Liter Flasche, die ich mitgenommen habe, aufgefüllt. Das reicht dann auf jeden Fall für die Nacht.
und nochmal den Grail voll gemacht. Und ja, so haben wir dann genug Wasser. War aber ein ganz schöner Marsch nochmal hier hoch, extra nur für Trinkwasser. So, wir haben jetzt unser Zelt aufgebaut. Wir sind tatsächlich wieder auf dem gleichen Spot, da waren wir letztes Jahr auch schon. Und das ist wieder sehr, sehr schön. Wir haben hier ein bisschen freigeräumt von den Steinen. Und sonst, wenn man sich hier umguckt, ist es extrem schwer, einen Zeltspot zu finden. Also viele stellen sich das leichter vor zu zelten, einfach irgendwo das Zelt aufzubauen. Aber ja, er muss eben sein, steinfrei sein. Und das haben wir hier geschafft. Und ja, eines der Highlights natürlich von diesem Spot ist die Aussicht. Da unten am Gletscher waren wir baden und irgendwo da unten an der Straße, da ganz hinten. Moment, da ist das Auto und genau da waren wir baden. Also sehr, sehr schöner Rundum-Ausblick. So, ich habe jetzt hier in der schönen Gletscherkulisse noch mal ein bisschen an meinem kleinen Projekt jetzt hier gearbeitet. Wir haben ja das Besteckset leider vergessen und müssen jetzt hier noch 2-3 Tage lang was essen und kochen. Und da habe ich ja heute noch zum Mittag so einen kleinen Löffel geschnitzt. Und jetzt ist der noch ein bisschen ausgearbeitet, ein bisschen feiner. Hier ist zwar eher so eine Art Zuckerlöffel oder so, aber ich habe jetzt hier nur so ein relativ großes Oberknopf Companion dabei und auch keine feinen Werkzeuge, keine Kohle, nix. Deshalb ist das halt hier so ein offener Zuckerlöffel. Am Griff werde ich jetzt noch ein bisschen feilen. Der ist noch nicht so schön in der Hand, aber ansonsten reicht es auf jeden Fall für die 2 Tage zum Essen. So, wir haben die letzten Stunden jetzt im Zelt verbracht und einfach noch ein bisschen vom Wanderung ausgeruht. Und jetzt gibt es eine schöne Käsestulle zum Abendbrot und es wird noch ein bisschen die Aussicht hier genossen. Vielleicht kommt noch mal ein bisschen mehr Sonnenuntergang-Feeling, mal sehen. Ist aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Tag Nummer 2 hat begonnen, heute geht es auf die Gipfel und wir hatten nachts zwischenzeitlich 6 Grad und jetzt, ja, also jetzt habe ich die Uhr gerade in der Hand gehabt, aber davor waren 19 Grad, also weil die Sonne aufs Zelt geschienen hat. Es wird also relativ frisch hier oben und es hat auch geregnet, aber das Zelt hat alles gut ausgehalten und jetzt, denke ich mal, ist das Wetter draußen auch wieder halbwegs okay. Ein neuer Tag hier in Norwegen und das Wetter sieht auf jeden Fall wieder relativ gut aus, nicht ganz so gut wie gestern, nicht ganz wolkenfrei, aber wenn man da drüben hinguckt, sieht es auf jeden Fall gut aus. Unsere Tour heute wird sein von dieser Gipfelkuppe hier, über den Kamm rüber auf diesen Gipfel dort hinten. Der sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber ich glaube, der ist auch relativ hoch, fast 2100 Meter. Und dann noch weiter über den Kamm und dann kommt dort hinten noch weitere Gipfel. Und dann werden wir einfach mal sehen, wie weit wir kommen und das wäre heute die Tour. Aber erstmal gibt es ganz in Ruhe Frühstück. So, wir haben jetzt unsere Wanderung gestartet und schon mal die ersten Höhenmeter gemacht. Also man sieht, wir sind ein paar Höhenmeter höher. Da hinten hinter dieser Kante dort ist unser Zelt. Und da ist der See, der direkt neben uns ist. Und ja, ich glaube, der Berg dort oben ist unser erstes Ziel. Ganz weit da hinten in der Distanz sieht man unser Zelt ganz blau. Ich glaube nicht, dass man es raufbekommt. Nee, ich sehe es von hier leider nicht. Aber es ist ungefähr da. So, das ist der erste Gipfel unserer Tour. Und dann geht es über diesen Kamm dort zum zweiten Gipfel und dahinter sollten auch Nummer 3 und 4 sein.
Eigentlich wollte ich hier gerade das Wasser wieder filtern, aber dann habe ich gesehen, dass hier Knochen drin sind. Also eigentlich sollte der Sawyer das, der Grey das auch rausfiltern, aber trotzdem fühlt es sich nicht so gut an, in Wasser zu trinken, wo vielleicht gerade ein Tier vor einigen Jahren oder vor einigen Monaten gestorben ist. Wir dachten eigentlich, wir hätten es gleich geschafft, dabei ist der Gipfel noch ja, ein ordentliches Stück weg und das Wetter wird auch schlechter. Das heißt, wir werden jetzt nur einen Gipfel statt der geplanten Tour machen. Und ja, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön und der Weg ist halt auch einfach extrem schwer. Hier ist keine Art von Weg, hier sind einfach nur Steine, auf die man rumbalanciert. Und da hat uns Komoot jetzt ein bisschen mit der Zeiteinschätzung durcheinander gebracht. So, nach einem steinigen und rutschigen Abstieg sind wir jetzt wieder zurück auf dem Zelt. Wir haben es schon relativ weit geschafft. Nur um es mal zu zeigen, da hinten hinter der Kuppe war der eigentliche Berg, auf dem wir jetzt gerade waren. Und da vorne sieht man schon wieder das Zelt, da klein im Blau. Da gehen wir jetzt hin, das haben wir einfach stehen gelassen, weil da muss man hier, glaube ich, nicht so viel Angst haben. Und dann werden wir das Zelt aber jetzt auch demnächst abbauen und dann werden wir heute Nacht wahrscheinlich an dem See noch baden, aber erstmal gibt es noch Mittag. Beziehungsweise da unten zelten, aber erstmal gibt es noch Mittag. Ja, und dann geht's weiter. So, wir haben das Zelt jetzt eingepackt und beziehungsweise wir packen gerade das Zelt ein und wir gehen jetzt runter zum Gletscher und verbringen dann noch eine Nacht dort unten. So, der Abend im Zelt ist jetzt angebrochen. Da oben ist eine Wäscheleine, weil wir sind jetzt im Regen bereits mal ein paar Höhenmeter abgestiegen, damit wir morgen zum Auto nicht so einen weiten Weg haben. Und ja, da sind wir komplett nass geworden und mussten erstmal die Klamotten trocknen. Zum Glück hat der Wind ein bisschen nachgelassen. Zwischendurch war es extrem windig und jetzt sind wir im Zelt drin und morgen geht es dann zurück und dann ist die Tour auch damit zu Ende. So, das war's mit dem Campingtrip zu den Gletschern und zum Berggipfel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Es kommen auf jeden Fall noch mehr Videos hier aus Norwegen von diesem Trip. Wir fahren jetzt gleich weiter und suchen ein paar Moschusochsen in einem wilden Nationalpark. Und ja, ich würde sagen, das war's von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, macht's gut und bis dann.